Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, heute möchte ich mit euch über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar möchte ich mit euch über Ripple sprechen und darüber, wie man eben Ripple kaufen kann. Und das werde ich euch in dem Video heute zeigen. Bevor wir jetzt aber damit anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr das Video gut findet und wenn es euch gefällt. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ja, zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal abonnieren, das ist natürlich kostenlos. Und der Link zu der Seite, wo ich ja entsprechend die Ripple jetzt gleich kaufen werde, den werde ich euch natürlich auch verlinken. Das wird dann der erste oder zweite Link sein, da könnt ihr einfach mal vorbeigucken, das ist dann Bittrex. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar haben wir ja Ripple. Ripple gilt ja eigentlich als die Innovation der Geldsysteme. Also das heißt, man hat hier die Möglichkeit, ohne entsprechende Parteien und so, die dazwischen hängen, also das heißt auch dezentral, Transaktionen auszuführen. Und Transaktionen gehen dann innerhalb von 2 bis 5 Sekunden von A nach B, inklusive Bestätigungen und so weiter. Das Ganze ist ein riesiger Hype, der darum entstanden ist. Aktuell sehen wir auch, dass es auf Platz 3 vom Market Cap her ist. Ja, wir sind hier bei 39 Milliarden US-Dollar an Market Cap. Das ist natürlich gigantisch. Und insgesamt bei einem Wert von ungefähr 1 Dollar und 2 Cent stand jetzt 9%. Aber das ist mir relativ egal. Wenn wir uns mal angucken, wo der Preis vor einiger Zeit mal war, liegen wir hier so ungefähr bei, ja, wenig, sehr, sehr wenig, nicht mal 1 Cent, hier sind es dann teilweise 1 Cent geworden und dann haben wir natürlich auch gewisse Akzeptanz bekommen und eine Menge Leute, die eben erkannt haben, was das hier für ein Potenzial überhaupt ist und wie es genau funktioniert und deswegen ist seitdem auch der Kurs entsprechend nach oben gegangen und wir sehen nämlich hier auch, zu den Höchstformen hatten wir dann hier einen Kurs von knapp 3 Dollar pro Ripple und das ist natürlich schon extrem heftig. Also wenn man sich das mal überlegt, 3 Dollar, wenn man hier irgendwo eingestiegen ist, das ist natürlich ja ein gewaltiges Potenzial, was man hier mitnimmt. Und es gibt eben auch viele Berichte darüber, dass man eben ja sehr, sehr viel an Plus hier machen kann. Also es gibt verschiedenste Seiten, die darüber berichten, dass es eben, ja, dass der Kurs eben bis 100 Dollar hochgehen kann und so weiter und so fort. Natürlich sind das reine Spekulationen und letztendlich ja, muss man selber Vertrauen in die Technologie dahinter haben. Das heißt, man muss sich natürlich auch aktiv damit auseinandersetzen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung vor jedem Investment. Ich glaube, das ist jedem klar und vor allem spricht das auch für eine Bestreblichkeit, ja, wenn man hier eben auch knapp 5 Jahre schon dabei ist, also sehr, sehr lange hier schon am Markt der Coin bzw. die Technologie dahinter und in der letzten Zeit hat das eben immer mehr Anklang gefunden. Es gab jetzt wohl auch, ich weiß leider nicht mehr ganz genau welches, aber eines der Länder in Europa hat sich dazu entschieden, eben auch den Ripple eben einsetzen zu wollen als Transaktionsmöglichkeit. Wie das Ganze genau aussieht und so weiter, das muss man sich dann eben in Zukunft angucken und ob das eben überhaupt passiert. Aber sowas ruft natürlich auch entsprechende Spekulanten eben auf den Plan, die ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dann auch in die entsprechenden ja, Bereiche eben zu investieren. Und wenn wir uns mal überlegen, ja, dass man quasi unabhängig von dem Tag innerhalb von wenigen Sekunden eine Transaktion von A nach B bekommt, ja, dann ist das natürlich ein gigantischer Vorteil, der dadurch eben entsteht. Und man hat eben, ja, eben andere Schwerpunkte, mit denen man sich danach beschäftigen kann, wie zum Beispiel auch die Verifizierung von Transaktionen, was also bedeutet, dass ja, in gewisser Weise ja, entsprechende Profile eben verglichen werden können, ja, Bewertungen und so weiter, möchte man bei dem kaufen, möchte man bei dem nicht kaufen und so weiter und so fort. Da gibt es viele Automatismen, die man dann eben entsprechend entwickeln kann, ja, wenn dann eben solch ein System eben eingesetzt wird. So, und jetzt geht es quasi nur um den Kauf von Ripple und das ist relativ einfach. Ich habe hier knapp 70 US-Dollar auf diesem Account, auf Bittrex hier gerade rumliegen. Und wenn wir auf Bittrex sind, dann haben wir hier wieder die Suche und hier können wir einfach Ripple eingeben. Und dann sehen wir nämlich direkt hier erstmal XRP, Ripple Currency, ja, das Volumen, was hier aktuell rumliegt. Der Change in, ich weiß gar nicht in welcher, in welchem Zeitfaktor das hier war, aber das ist ja auch relativ egal. Und ja, da können wir einfach raufgehen. Das ist jetzt Bitcoin zu Ripple. Sehr, sehr einfach. Man sieht hier auch die Charts wieder, die man entsprechend verändern kann. Und hier hat man auch die Möglichkeit, wieder ganz normales Trading eben zu betreiben. Das möchte ich jetzt aber in dem Fall nicht machen. Und auch hier ist es wieder relativ einfach, das zu kaufen. Ich möchte quasi Max kaufen. Und dann sollten wir hier
Besten Fall, na, das macht er jetzt nicht. Wir machen mal Last, genau. Dann sehen wir hier nämlich, wenn wir auf Max klicken, dass er jetzt das auch quasi aktualisiert. Wir könnten hier auch manuell Werte eingeben. Aktuell sind wir hier knapp bei, ja, was ist das jetzt genau? Das müssten wir uns mal kurz angucken. So, und zwar sind das insgesamt, ja, 98 Cent pro, oder ja, Cents pro Ripple quasi, die wir hier bezahlen würden. Und dann würden wir insgesamt 68,3 bekommen davon. Ja, hier sehen wir auch gerade meine, ja, meine Bitcoins, die ich hier quasi auf dem Account rumliegen habe. Und dann klicken wir einfach nur noch auf Buy. Dann müssen wir hier nochmal überprüfen, passt das alles so weiter. Und dann klicken wir auf Confirm. So, und dann geht es direkt los. Dann wird uns jetzt hier gleich oben rechts wahrscheinlich wieder angezeigt, dass hier der Prozess startet. Genau so, und dann sehen wir auch direkt, zack, has proceed, was also bedeutet, nachdem er das hier geplaced hat, dass eben entsprechend schon der Verkauf stattgefunden hat oder der Kauf in dem Fall. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder ins Wallet zurückgehen, dass wir jetzt eben, hier sind noch die Neo drinne, dass hier jetzt entsprechend ja, einmal Neo natürlich rumliegen und eben meine Ripple, die eben ja, jetzt hier verwaltet werden können. Ich würde aber trotzdem niemandem empfehlen, dass ihr ja, Coins und so weiter auf einem Marktplatz rumliegen lasst. Das würde ich niemandem empfehlen. Das ist eine ganz schreckliche Entscheidung aus meiner Sicht. Das sollte keiner tun. Ihr solltet ja darüber nachdenken, diese ganzen Dinge in eurem Hardware-Wallet, in eurem Software-Wallet oder ähnliches eben zu sichern und eben unabhängig von diesen Plattformen. Denn Marktplätze können gehackt werden, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Damit hat man ein entsprechendes Risiko und das solltet ihr auf jeden Fall ja, vorbeugen und eben darauf achten, dass ihr eure Coins selber verwaltet. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann könnt ihr sehr gerne abonnieren. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.